Wenn ich weg will von dir, brauch ich kein Auto, kein Stau, noch nicht mein Fahrrad, nicht die Einfahrt spazieren. Ich hol dich ab beim Tütchen rauchen und dann raus in die Au, mal wieder umweltschonend amüsieren. Wir verbrauchen nicht mal ein Gramm Rohstoff dabei, kalorisierbar ist der noch dazu. Tut keinem weh, es ist völlig kalorienfrei und ich trinke weniger, wenn ich es tu. Das zu verbieten ist schamlos, die könnten's langsam mal kapieren. Haschischrauchen macht harmlos, also los, Leute, legalisieren. Da ging's mir auch schon mal schlecht vom Shit, dann aber immer mit Alkohol. Und letztlich kriegt man stoned ja doch noch mehr mit, als völlig dicke Hacke, Hucke voll. Dass nicht aus jedem Kiffer gleich ein Drogentoter wird, es gibt Millionen Beweise dafür. Und kriminell sind wir nur, weil man uns kriminalisiert. Wem soll das nützen, erklärt es mir. Das zu verbieten ist schamlos, die könnten's langsam mal kapieren. Haschischrauchen macht harmlos, also los, Leute, legalisieren. Der Stress bringt uns auch um und der kommt vom Konsum, der schuldet allem, was kaputt ist in der Welt. Etwas mehr Lässigkeit, vielleicht auch was mehr Faulheit, wer nicht um, wer kifft, ist glücklich und braucht nicht viel Geld. So würde nach und nach am Ende auch noch Arbeitsplätze frei, genug für alle, doch wohl leider nicht ganz. Die Gesellschaft würde jedenfalls wärmer dabei, in breiten Köpfen ist mehr Platz für Toleranz. Das zu verbieten ist schamlos, die könnte's langsam mal kapieren. Haschischrauchen macht harmlos, also los, Leute, legalisieren. Auch der Staat wird profitieren, wenn er Steuern kassiert, wird man im Osten vielleicht was sanieren. Wenn die Treuhand dann gleich noch ein paar Joints spendiert, werden wir den Glauben an den Aufschwung nicht verlieren. Das zu verbieten ist schamlos, die können es langsam mal kapieren. Haschischrauchen macht harmlos, also los, Leute, legalisieren.